Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht AFPSIDTIMOTHYA. Clary München, Philipp Kohlschreiber ist im Achtelfinale der US Open in New York deutlich gescheitert. 2 Tage nach seinem Sieg über den Weltranglisten-4. Alexander Zverev unterlag der 34 Jahre alte Augsburger dem früheren Finalisten Kai Nishikori, Japan, Nummer 21, chancenlos 3:6, 2:6, 5:7. Damit sind alle deutschen Spieler in Flushing Meadows ausgeschieden. Das könnte Sie auch interessieren. Wegen Manipulation, Tennisprofi für 3 Jahre gesperrt. Kohlschreiber kassierte nach 2 Uhr 17 Stunden im dritten Duell mit Nishikori die 3. Niederlage. Zum 5. Mal verlor er im Achtelfinale der US Open. Bei einem Grand-Slam-Turnier hat Kohlschreiber bislang nur 2012 in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Mehr auf MSN. Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website: